Grüße, Greetings from Istanbul, Leben bleibt toller bei Dr. Alimoldo. Leute, ich habe hier zwei geile Patienten aus Deutschland, aus München, aus Stuttgart und Oberschenkeloperation, Unterschenkeloperation, wirklich so schön, immer so abwechselnd. Und ich möchte einfach mal meinen zwei geilen Patienten fragen, wie geht's euch, Mann? Bro, fangen wir mit dir an, Oberschenkel. Super, super. Ich wachse jeden Tag 1,25 mm. Weil so meine Knochen wachsen sind super, ich fühle mich top. Und ich hoffe, wenn es gut läuft, dass ich dann auch schneller wachsen kann. Hey, ich fühle mich einfach grandios. Ja. Top, alles top. Bei wie viel Zentimeter bist du jetzt gerade? Jetzt bei 3 Zentimeter. 3 Zentimeter schon erreicht, okay. Und du fühlst dich gut? Ich fühle mich super. Wir haben ja auch Oberschenkel gemacht. Was war deine Größe? Meine Größe war 1,57 und meine Endgröße wird hoffentlich, wenn es sehr gut läuft, 1,70 sein, aber im Normalfall 1,67, also 10 cm. Ja, also noch schaut es gut aus bei dir, also hast keine Schmerzen. Und sag mir mal, wie du deine Beine knicken kannst, Kniebending. Also am Anfang war es relativ schwer. Mhm. Meine Beine waren starr, ich konnte gar nichts knicken und von Woche zu Woche wurde es rasant, vorher gab es einen rasanten Fortschritt und wurde direkt besser. Natürlich mit auch Eigeninitiative und sehr viele Übungen. Wow. Bist du zufrieden mit unserer Arbeit bis jetzt? Super, alles. Ich fühle mich echt glücklich. Ich bin echt glücklich. Danke dir, Bro. Vielen Dank. Jetzt kommen wir mal zu den Münchner hier, ja? Hallo? Bro, so. Was war deine Größe? Was ist dein Ziel nochmal? Meine ursprüngliche Größe war 1,75. Mhm. Heute habe ich angefangen zu verlängern. Mhm. Ich bin jetzt durch die Operation und durchs Verlängern schon 0,75 mm gewachsen. Okay. Aber die Schmerzen haben jetzt alle nachgelassen. Ich fühle mich gut und ich freue mich jetzt auf die Verlängerung. Und ja, meine Wunsch-Endgröße wäre dann 1,80. Sehr gut läuft, vielleicht sogar 1,81, aber ich perfekt. Wir haben ja 1,80 auch sehr perfekt. Wir haben jetzt bei dir die Tibia-Verlängerung gemacht, weil dein Oberschenkel ja zu deinem Tibia nicht gepasst haben. Ja, genau. Weil deine Größe ist eigentlich gut gewesen, also 1,75 ist keine schlechte Größe jetzt. Ist okay, unter dem Durchschnitt in Deutschland natürlich. Ja. Aber ich meine, es ist immer noch gut gewesen, aber proportionalmäßig hat dein Unterschenkel nicht zu deinem Oberschenkel gepasst, das hat man auch gesehen. Und nach 6 cm wirst du auf jeden Fall glücklich sein, weil 6 cm machen wirklich viel aus. Auf alle Fälle, also ich kenne einen Kumpel, wenn ich neben den stehe, er ist 1,80 und ich sehe neben ihm einfach richtig klein. Schon, und, gell? Krass. Ich bin gespannt. Ich habe mich auf ein Buch draufgestellt und man sieht ihn nicht. Was soll ich dann sagen? Ja, klar. Ja gut, ich meine, dafür gibt es ja die Operation, Bro. Keine Sorge, bei dir machen wir doch Unterschenkel, dann schaust du wie immer aus. Nein. Ja, du bist jetzt aber zufrieden, passt alles? Ich bin sehr zufrieden, ja. Perfekt, ja, genau so wie ich mir das vorgestellt habe. Aber wie ich dir jetzt auch vorhin erklärt habe, bei Nachtoperationen erkläre ich immer unseren Patienten halt, zum Beispiel bei Oberschenkel ist immer das Problem, dieses Hamstring-Muskulatur und Quadrizepsmuskeln, weil wir verlängern ja nicht nur Knochen, habe ich euch gesagt, auch die ganze Muskulatur. Deswegen müssen wir halt wirklich Physiotherapie und auch wenn man keine Physiotherapie hat, dann auch selber eigenständig trainieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Bei Unterschenkel haben wir ein Problem. Die Achillessehne, das ist unser größter Kampf ist eigentlich mit Achillessehne bei Unterschenkel. Wenn du gar nichts machst, bekommst du Ballerina-Syndrom und wenn du Ballerina-Syndrom, also wenn du dagegen nichts tust und nicht Stretching und Bending zum Beispiel, wir haben hier so ein extra Stretchband für unseren Patienten, genau, der dehnt so richtig seine Achillessehne, das ist sehr, sehr gut. Wenn wir aber was dafür tun, dann hat er oder wird er keine Probleme mit der Achillessehne und Ballerina-Syndrom haben. Wenn er natürlich nichts tut, dann muss er wirklich hart trainieren. Im schlimmsten Fall müssen die Achillessehnen nochmal operiert werden. Das wollen wir aber nicht. Wir wollen ja von Anfang an alles richtig machen. Wir sind auch spezialisiert dafür. Und ja, Bro, nach einem Monat schaut das alles ganz anders aus hier. Ja? Lange Tibia, alles wird stehen, was geht. Ganzen Hosen und so weiter. Lederhose, ja. Oktoberfest. Ja. Die Nasen werden auch nicht so viel krass ausschauen, weil es sind nur so 1, 2, 3, 4 Punkte. Sippen-Eintrittsstellen. Ich meine, bei Männern ist ja auch das Gute. Die Haare, ja. Haare, genau, das wird dann verdecken. Aber wir haben nach der Operation auch so bestimmte Spritzen, das machen wir auch für dich. Da wo die Narben wirklich so richtig, richtig schön sich verteilen und dann halt wirklich kaum was sind. Natürlich niemals 100%, aber so zumindest 80%, dass man die Narben stört nicht. Stört
Wird nicht, genau. Bei cool Frauen halt schaut immer. Cool aus, ja, schaut sexy aus, Laden. Die Frauen lieben das immer. So, danke Jungs, danke, Grüße aus Istanbul, lebt weiter bei Dr. Halid Buldo. Bye bye.